Ich denke, wir schauen uns das Ganze gemeinsam an. Das hat dann nämlich was mit FIFA-Points und so weiter zu tun. Und dadurch, dass ich nebenbei eh esse, trifft sich das sehr, sehr gut. Real Talk. Es geht 11 Minuten, das Video. Bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube auch, dass ich seine Meinung 100% vertreten werde. Meinung zu Elias, Leute, ich liebe diesen Typen. Natürlich auf einer Homo-Basis. Er hat einen ziemlich ähnlichen Humor wie ich. Auch von seiner Art her sehr, sehr authentisch rüber. Genauso ist es. Er wird auch der nächste FIFA-YouTuber sind, der die 100.000 Abonnenten erreicht. Also sollte jemand ihn nicht kennen, er streamt auch gerade, hinterlässt ihn ein Abo, hinterlässt ihn Grüße, keine Ahnung was. Hier der Videotitel: FIFA 20, lasst euch nicht abziehen, ne? Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Wir kommen, ich weiß nicht genau, wie ich dieses Thema jetzt hier, wie ich dieses Video hier ansprechen soll. Ich versuche es einfach mal jetzt hier strukturiert durchzubringen. Okay? Geht, Es okay, geht, passt. es geht, wie fange ich an? Das ist jetzt hier ein ernsteres Real Talk Video, okay? Es geht nämlich um eine wichtige Sache und die ist Geld, Freunde. Geld. Das Team of the Year ist jetzt demnächst oder es kommt jetzt demnächst raus. Man ist schon wieder dabei, seine halbe Seele zu verkaufen, damit man sich ein paar PSN-Karten kaufen kann. Wozu? Um sich dann FIFA-Points zu kaufen. Wozu? Ich sage euch jetzt schon, Leute, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, würde ich keinen FIFA YouTube mache, ich würde keinen Cent reinstecken. Ich würde keinen Cent reinstecken, weil dieses Spiel sich das nicht verdient hat. Es gibt einfach viel zu viele Fehler. Auch die Pack Rates oder man zieht einfach für das, was man ausgibt. Ich habe schon tausende Euro jetzt wieder drin in FIFA 20. Mein bester Spieler war Mané, die normale Karte. Für 400k, der zweitbeste Spieler war Agüero und das sonst eigentlich nur unter 100k. Ich finde grundsätzlich, bevor ich dieses Video jetzt schon gesehen habe, sage ich euch, investiert keinen Cent. Es gibt so viele Trader. Holt euch einfach die ganzen Tipps von den Tradern. Ja, damit kommt ihr einfach am besten weg. Das Geld, was ihr ausgeben wollt, steckt das einfach in euch selbst oder für eure Freundin, Haustiere, Familie. Mit dem fahrt ihr da wirklich am besten, ne? Um dann So, weiter rasiert zu geht's. werden. An alle. Ihr dürft euch nicht diese ganzen YouTuber, E-Sportler, Influencer als Beispiel nehmen. Das, was wir alle Ja. machen oder gemacht haben. Da war ich auch am Anfang dabei. Ich habe am Anfang, Freunde, 4000 Euro in dieses Spiel gesteckt. Und wenn ich wüsste, dass dieses Spiel ist, so wie es jetzt ist, hätte ich Krank. niemals 4000 Euro reingesteckt. Aber warum mache ich das? Damit ich einfach konkurrenzfähig bin, damit ich ein gutes Team habe, etc., etc. Das ist halt so krass, ne? E-Sport steht ja meistens so für mit gleichen Mitteln quasi der Beste werden oder so in der Art, ne? Aber hier musst du schon, bevor du überhaupt schon deine ersten 5 Spiele gemacht hast, musst du schon mal als Profi Tausende von Euro investieren, damit du überhaupt ansatzweise konkurrenzfähig bist. Und das ist so schade. 80% von euch da draußen, oder ich würde sagen 90% da draußen, die machen das einfach, um Spaß zu haben. Ob man Spaß haben kann in FIFA 20, ist die eine Frage. Aber die machen das, damit man ein paar coole Spiele hat. Also, aber die sehen dann, die großen YouTuber und die E-Sportler stecken da Tausende von Euros rein und denken dann, boah, vielleicht, das ist normal. Ich habe viele jüngere Zuschauer. So 14, 15, 13, ich weiß es nicht genau. Und für die ist es dann so, die denken sich, boah, der steckt so viel Geld rein, da kann ich ja auch, wenn der 5000 Euro reinsteckt, dann ist 300 Euro ja gar nicht so schlimm. Als ich 15 war, da hätte ich mir für 50 Euro 10 Mal in den Sack treten lassen, damit ich ein bisschen Geld habe. Du verdienst ja kein Geld mit 15. Oder sehr wenige verdienen mit 15 Geld. Du bekommst nur das Geld von deinen Eltern. Und Freunde, hört auf, dieses Geld in FIFA reinzustecken. EA Sports Ja. Vancouver, Canada. Nimmt euch hoch. Ich will euch mal zwei Szenarien erklären. Man hat's beim Black Friday gesehen. Ey, die Lightning Rounds, die waren da teilweise nach einer Minute weg. Das war eine Frechheit, ne? Ist aber jedes Jahr so, EA Sports verwechselt Black Friday irgendwie so, ne? Black Friday steht ja für die besten Angebote und keine Ahnung was. Aber was hat EA gemacht? Die haben noch mehr Geld gemacht als in den letzten Jahren zuvor. Die haben eine, glaube ich, unendliche 50k-Pack Lightning Round gehabt. Dann keine Ahnung, wie viele 100.000, 150k-Packs oder ja, 150k-Packs waren das. Das war so schlimm. Das war echt schlimm. Ich hätte so ein 1 plus 1 gratis hätte ich gemacht. Das ist ja der Sinn von dieser Cyberwoche, ne? Aber nein, das war echt Oder zwei schlimm. oder 3 Minuten. Und wo ich mir nun denke, Alter, was tun denn alle? Was machen denn alle? Ihr beschwert euch über das Spiel. Die Server sind scheiße. Das und das läuft nicht gut.
Aber dann, genau diese Leute stecken dann so viel Geld in dieses Spiel, da wird sich nichts dran ändern. Was glaubt ihr, wie viele Leute Twitter und Insta haben, die auch FIFA spielen? Sehr viele. Aber wie viele davon kritisieren dieses Spiel öffentlich? Nicht so viele. Ich glaube nicht, dass der Familienvater... Schaut mal mein Twitter an, Freunde. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel kritisiert und ich habe auch keinen Cent im Black Friday. Der 35 ist, der dann am Sonntag mal ein bisschen zocken will, sich einen Twitter-Account macht oder sehr wenige und dann erstmal über die Server abkotzt, Digga. Der hat ganz andere Probleme. Aber der findet dieses Spiel auch nicht gut, da bin ich mir sicher. Oder viele finden dieses Spiel nicht gut, aber posten es einfach öffentlich nicht. Da muss man sich überlegen, Freunde. EA sieht die Nachrichten, boah, das Spiel ist nicht gut, das Spiel ist nicht gut. Zack, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen sie die Einnahmen. Ja, okay, so schlecht kann das Spiel ja gar nicht sein, wenn da hier jeder so viel Geld reinsteckt. Die spielen ja dieses Spiel alle. Da läuft es anscheinend gut. Da würde ich auch denken als Unternehmen, okay, da gibt es natürlich ein paar Hater, die dieses Spiel nicht feiern. Aber auf der anderen Seite gibt es halt viele Leute, die da so viel Geld reinstecken, also mögen sie das Spiel. Also EA kann man da keinen Vorwurf machen, ganz ehrlich. Wenn ich EA wäre, ich würde denken, alles ist super. Aber es ist nicht alles super. Es ist so viel, da läuft so viel falsch und... Das sehen sie nicht. Das ist leider so. Wenn die sehen, das Feedback ist scheiße, aber der Umsatz ist krass. Das ist eine typische Firmenphilosophie. Aber dagegen kann man eigentlich gar nicht sagen. Diese Philosophie bei den meisten Firmen lautet ja, aus dem Wenigen das Maximale machen. Oder aus Minimal das Maximale rauszuschlagen. Und ja, EA ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Leider. Weil dieses Spiel einfach Zahlen aufweist, dann... Das ist doch normal, dass der EA da nichts dran verändert. Da läuft doch alles super. Wenn ihr die Champions League holt, dann werdet ihr nicht 1000 Sachen ändern am Team. Ihr macht ja schon alles sicher. Was für ein behindertes Beispiel. Nochmal zum Thema FIFA Points. Ihr investiert jetzt, sagen wir, 200 Euro. 200 Euro ist in der FIFA-Welt, Digga, du machst so. So ist es weg. Das sind 825 CarPacks. 8 Stück. Ey, ich versichere euch, diese Dinger, wenn du die schnell ziehst, das ist in anderthalb Minuten sind die weg. Und jetzt gibt es zwei Szenarien. Ja. Erste Szenario, was zu 95% der Fall ist, ihr zieht einen Scheißdreck. Ihr zieht gar nichts. Ihr werdet einfach nur rasiert. Komplett gegen den Strich. Ihr werdet nicht ziehen. Zu 95%. So, ja. Und dann wurdet ihr schon mal komplett hochgenommen, 200 Euro weg. Bap, rasiert euer Vater. Wo habt ihr euer das Geld? Wo hast du das Geld? Blablabla, ja, ich hab's in die Packs, Digga, da kriegst du erstmal direkt. Zweite Szenario, die 5%. Okay, die 5%, die was ziehen. Ihr zieht einen Totti, so, sagen wir, ihr zieht einen Totti. Sehr unwahrscheinlich, aber ihr zieht ihn. Was habt ihr davon? Ihr habt ganz genau ungefähr 3,5 Monate Spielspaß mit diesem Totti. Warum? Weil ab Mai, April, ihr merkt, dass das Spiel, niemand spielt es mehr, so sehr wenig Leute spielen dieses Spiel. Und dann sitzt ihr nachts in euren Zimmern und denkt euch, boah, Digga, hat sich das jetzt gelohnt, 3 Monate mit so einem Totti zu spielen und diese 200 Euro zu investieren? Das ist alles ein Scheißdreck wert. An alle, die gestern, die das letzte Jahr 10.000 Euro und 20.000 Euro in das Spiel reingeknallt haben, okay? Die haben nichts mehr von diesen fast 10.000, Spielern. Ja. Die haben gar letztes nichts mehr Jahr. Von diesen Spielern, na, die sie gezogen haben. Und es gibt einen Unterschied zu diesen ganzen YouTubern und den Casual-Gamern. YouTuber, da kann ich es ein bisschen verstehen. YouTuber und E-Sport, wohl. Ja, also kann man sich streiten. Aber die, das ist deren Geschäft, so Freunde. Die verdienen damit ihr Geld. Die haben Content damit. Die können Videos bringen, die können Streams bringen. Das ist ein bisschen eine Reinvestition. Boah, was ein Wort. Die können da ein bisschen was noch gut machen damit. Das hat ein bisschen Sinn. Aber wenn Tobias 15 Jahre alt, so sehr sein Hobby ist wirklich, ja, dann zieht er so ein Totti, Digga. Und das bringt dir in 4 Monaten gar nichts. Nichts, nichts, nichts. Deswegen bitte an alle jungen Zuschauer, die dieses Spiel auch nicht mögen und das dann auch öffentlich machen. Wenn ihr unbedingt Packs ziehen wollt, dann habe ich da ein paar Tipps für euch. Maximal 50 Euro. Das Video kommt ungefähr einen Monat vor dem Totti raus. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Maximal 50 Euro, das ist schon viel, ja. 50 Euro ist schon viel. Spielt Draft, spart eure Packs, die ihr da gewinnt. Habt Geduld, spart alles, Dinge, alles, was ihr bekommt von... Macht SBC, spart die Packs von Food Champion Rewards, dann bekommt ihr auch schon was hin und dann könnt ihr eventuell einen Totti ziehen. Sehr unwahrscheinlich, aber ihr investiert nicht wenigstens so viel Geld und für jüngere Zuschauer, mir ist das extrem wichtig, weil die meisten Zuschauer so jung sind, hört auf, so viel Geld da reinzustecken und an alle E-Sportler, ja, die sich immer beschweren, oh mein Gott, bla 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 bla.
Ja, ich kann euch verstehen, aber dann hört auf, Tausende von Euros weiter reinzustecken. Denkt ihr, EA wird da irgendwas ändern, wenn die Zahlen sehen? Zack, zack. Natürlich nicht, Digga. Natürlich werden die nichts ändern. Weil die Zahlen, ich würde als Unternehmen auch nichts ändern. Ich glaube, das ist jetzt so seit 2 Jahren, ne, wo die E-Sportler so richtig reinballern, oder? Alleine schon durch die E-Sportler hat EA Sports wieder den Umsatz so vergrößert, weil einfach schon von Anfang an, ich kenne so viele Summen von anderen E-Sportlern, wie viel die reingeballert haben, und das ist schon mal so quasi für Casuals, für als Vorbild, dann auch wir Creator. Natürlich, aber ganz ehrlich, wäre ich wirklich kein FIFA-Creator. Ich würde einfach nur bei großen Streamern zuschauen, sehen, was sie alles Geiles ziehen, aber trotzdem im Hinterkopf haben, bam, okay, das waren jetzt, ja, 2000 Euro an diesen einen Tag, okay. Ich schaue lieber und deswegen, zu, Road to wenn Glory ihr unbedingt so quasi, Packs, ne, sehen wollt, geht bei den anderen vorbei, bei den großen Streamern. Genau. Guckt, was da abgeht. Genau. Ziehen die was von mir aus? Da komm, könnt ihr gerne gucken, aber investiert das Geld nicht selber. Investiert dieses Geld bitte nicht selber. Ich kann persönlich, ich mir geben. Ist es scheißegal. Ich werde keinen Cent in dieses Spiel weiterhin reinstecken, ob es Team of the Year ist. Bei mir ist es genauso. Also ich werde kein eigenes Geld mehr reingeben. Letzte Woche zum Beispiel hat mir der liebe Paul 150 Euro donated. Dann ist es klar, dass ich das dann für euch, weil Paul hat auch geschrieben, er hat es explizit dazu geschrieben, kannst aufladen. Dann habe ich explizit aufgeladen, ja. Aber so von mir aus selbst bin ich nicht mehr wirklich gewillt. Okay, ich habe jetzt gesagt, ich werde keinen Cent mehr aufladen. Gut, das möchte ich so jetzt auch nicht in den Raum stehen lassen. Eventuell zu das ein oder andere Event werde ich schon noch aufladen, aber nicht mehr so krass wie die letzten 2 Jahre. Die letzten 2 Jahre war es echt heftig. Da habe ich sogar vor 2 Jahren, wo das nächste Release 2 Monate schon vor der Tür stande, habe ich auch noch aufgeladen, 100 Euro pro Stream, ne? Das war krass, das würde ich so in dieser Form nie wieder machen. Ist, dann habe ich halt weniger Content, dann habe ich keine Videos, wo ich irgendwelche krassen Spieler ziehe, aber wisst ihr, was ich habe? Ich habe diesem Unternehmen nicht nochmal das Geld in den Rachen reingesteckt, obwohl sie es nicht verdienen. Das habe ich und dann kann ich in Ruhe schlafen. Und ich wirklich, es ist kein Vorwurf an alle, die das machen, die ein bisschen Sinn haben. Es steht weder Elias zu, noch mir Vorwürfe zu machen, weil letztendlich ist jeder für sich selbst verantwortlich. Letztendlich ist es von dir selbst, von mir selbst, von Elias, von den ganzen anderen Leuten das eigene Geld. Aber es ist ganz, ganz wichtig, was Elias, diese Message, die er uns allen mitteilen möchte, dass EA Sports es einfach wirklich nicht mehr wirklich verdient, dass wir quasi denen das Geld quasi hinterher schmeißen. Weil was machen sie mit diesem ganzen Geld? Gut, sie stecken wahrscheinlich ein bisschen was in Volta-Modus rein. Wer von euch interessiert sich für Volta? Ich habe Volta noch nie gespielt. Die letzten 2 Jahre war es der Journey. Gut, das erste Mal, als es neu rauskam, habe ich es gespielt. Letztes Jahr habe ich es keine Sekunde beachtet. Was haben sie dieses Jahr gemacht? Den Karrieremodus total verschrottet. So viele Bugs bis zum geht nicht mehr in Ultimate Team reingeballert. Das Menü ist für den Arsch. Die Server, von denen brauchen wir gar nicht sprechen. Das ist einfach krass. Wenn die Server wirklich stabiler werden, glaube ich sogar, dass das Spiel auch von der Performance ein bisschen, was heißt ein bisschen, sogar mega, mega, viel, viel geiler ist, weil Vor dem eigentlichen Release, ich glaube die Vorbesteller, als wir da war es ja klar, da haben noch nicht so viele spielen können, ne? Da hat sich das so geil angefühlt. Ich habe selbst auf Twitter gepostet, bam, bestes FIFA aller Zeiten und hin und her. Und dann, sobald das Spiel sobald das Spiel offiziell raus war, 2 Wochen später, hat sich meine Meinung wirklich 360 Grad geändert oder gedreht oder wie heißt das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das für mich vom besten FIFA aller Zeiten zum schlechtesten FIFA aller Zeiten nach vorgerückt. Und soll ich euch etwas sagen? Wenn ich zurückdenke an FIFA 19, vermisse ich FIFA 19, weil ich diese Bugs haben sogar Spaß gemacht. Was meine ich mit dem Spaß machen, ne? FIFA, natürlich, ist es ein Simulationsspiel. Man wird, EA achtet darauf, dass es so realitätsgetreu wie möglich gemacht wird und bliblablub. Aber mir haben diese Bugs aus dem Grund Spaß gemacht, weil schöne Tore gefallen sind. El Tornado Flanke, bam, das sieht doch geil aus. Oder First Time Finesse, mir hat das so gefallen,
diese Tore, so 30 Meter, richtig geile Flugkurve und so weiter. Ich habe es genossen. Das hat mir Spaß gemacht. Natürlich kann man sich da auch wieder streiten. Ja, aber das ist doch unrealistisch. Ja, ist, ja, das stimmt. Aber das Hin- und Hergeschwitze, das fuckt eher ab. Ein Fun-Faktor waren halt diese Bugs so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Was sagt ihr dazu? Große YouTuber, wie gesagt, das ist eine Reinvestition. Aber an alle anderen, ihr werdet richtig krass abgezogen. Weil, wie gesagt, zieht ihr nichts, wurdet ihr rasiert, zieht ihr was, habt ihr 3 Monate Spaß. Cool. Cool. FIFA ist dann am Ende und dann kommt im September neues FIFA raus und ihr wurdet komplett rasiert. Ihr habt eure 400 Euro über einen Zeitraum. Das ist so, als wenn ihr jeden Monat, keine Ahnung, ich habe keinen Bock, das jetzt auszurechnen, jeden Monat einen Zehner verbrennt. Ja, sieht lustig aus, herzlichen Glückwunsch, ihr verbrennt jeden Tag einen Zehner. Sinnlos, ja. Sinnlos. Wenn ihr euch ein krasses Auto kauft, teure Klamotten, eine Uhr, dann habt ihr das noch. Ihr kauft euch ein cooles T-Shirt für, weiß ich nicht. Bei einer Uhr ist es sogar, zum Beispiel jetzt Rolex oder keine Ahnung was, die steigt sogar mit dem Wert. Das heißt, ihr könnt mit diesen Uhren sogar Gewinn machen. Auto ist wieder eine andere Sache. Aber Thema Uhren. 80 Euro, definitiv. 90 Euro. Mein bester Freund hat sich so vor kurzem eine Rolex gekauft. Einfach quasi als, wie soll man sagen, Altersvorsorge oder so. Für das hat er sich gekauft. Sieht auch mega, mega geil aus. Aber mit dem Beispiel Uhren ist Elias wirklich, der trifft es auf 100 den Punkt. Euro ist ja egal. Da habt ihr noch was davon in 2 Jahren. Ihr habt dieses T-Shirt. Ihr ladet auf für 500 Euro. Ihr zieht Messi, cool. Wenn mein Vater zu mir hinkommt und sagt, ich hab dir doch vor ein paar Jahren 300 Euro gegeben, wo sind denn die? Was hast du denn davon geholt? Ah, dann soll ich kurz FIFA 14 reinmachen und sagen, hier, guck mal da, den hab ich vorhin gezogen in FIFA 14. Den hab ich in FIFA 14 gezogen, Messi Totti. Cool, denkst du, mein Vater gibt da einen Check? Dicker, der gibt einen Check, aber auf was anderes. Ihr müsst euch distanzieren von diesen ganzen, der steckt 10.000 rein, der steckt 20.000 rein. Das ist lustig anzusehen, aber das ist deren Geschäft. Wenn der zählt, das Schlimmste ist ja, es ist bei mir im Livestream-Verlauf so, ich sehe das. Wie viel steckst du rein? Die und die stecken 10.000 Euro rein. Dann ist es doch nicht so schlimm. Das ist immer dieser Schwanzvergleich, ne? Das feiere ich auch gar nicht. Das ist genau dasselbe wie, warum nur so und so viel Zuschauer? Früher hattest du ja 1.000 und keine Ahnung was, ja? Aber man fragt das im Chat, ich finde das ist, ja, respektlos, so keine Ahnung, wie man das sagen kann. So, soll ich dann jetzt jedem meine Geschichte erzählen, eben, dass ich ein sehr beschissenes Jahr hatte? Das habe ich schon sehr, sehr oft gesagt, aber soll ich das jetzt jeden Stream wiederholen? So, ja, okay, ich habe jetzt 72.000 Abonnenten und nur keine Ahnung, wie wenig Zuschauer. Ich bin trotzdem glücklich, wenn mir 10 Zuschauer zuschauen. Ich brauche diesen Internet-Schwanzvergleich einfach nicht mehr, ne? Das ist mir so scheißegal, aber ich weiß nicht, was euch oder was vielen von euch so wichtig ist, ne? Und das dann noch zu hinterfragen, so, warum nur so? Ey, wie viele Leute schauen dir zu gerade? Null, das ist ja das, ne? Und deswegen verstehe ich diese komischen Fragen nicht. Und nur weil der eine jetzt 10.000 reinsteckt und der andere nur 5 Euro, ist der nur 5 Euro reinsteckt und nicht schlechter, gar nicht. Und das ist halt das, ne? Manche legen so eine komische Denkweise an den Tag, dass ich mal denke, so, sagt mal, was haben eure Eltern euch gelehrt? So, was wurde euch auf dem Weg mitgebracht oder mitgenommen oder auf dem Weg mitgegeben? So, zuallererst ganz um Respekt, und solche Aussagen sind schon den Streamer extrem respektlos gegenüber, so quasi, so, ne? Du kannst doch auch nicht so hingehen. Ja, diese Eingangsfrage von Elias. Wie viel hast du reingepackt? Der und der hat 10.000 reingepackt. Oder wie bei mir jetzt zum Beispiel. Warum nur bla 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 Zuschauer? Früher hattest du ja bis zu 2.000. Ja, hatte ich. Aber solange ich Spaß daran habe, ist es mir egal, ob wir 3 Zuschauer sind. Ist es mir egal, ob wir 100 sind. Und es ist mir dann auch noch scheißegal, ob wir dann 10.000 sind, ne? Ich mache das ja immer noch mit Leidenschaft und so weiter. Ich verkaufe nicht meinen Arsch und hin und her. Nur weil ich jetzt bei Red Bull Salzburg zum Beispiel unter Vertrag bin, wie viele sagen, ich habe meinen Arsch verkauft. Ein Scheiß, das war ja von mir freiwillig. Ich habe ja freiwillig unterschrieben, ne? Mich hat ja keiner irgendwie die Red Bull Pistole auf den Kopf gezogen und hat gesagt, du unterschreibst jetzt den Vertrag, du bist jetzt bei FC Red Bull Salzburg unter Vertrag. Nein, ich bin stolz darauf, dass ich beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag bin, ne? Ich bin stolz darauf, der erste Content Creator für diesen Verein oder generell aus diesem Land zu sein, ne? Das heißt,
keiner hat das Recht, ja, mir irgendwie etwas vorschreiben zu wollen. Oder ganz am Anfang war es ganz, ganz schlimm bei mir, Leute. Ja, du bist jetzt da unter Vertrag, du bist mir jetzt unsympathisch. Leute, nur weil ich jetzt dort unter Vertrag bin, bin ich kein anderer Mensch geworden, ne? Ihr wollt es einfach nur so sehen und die meisten gehen einfach mit der Masse mit. Und das ist das Schlimmste, Leute. Wirklich, seit 2018 fällt mir das auf, wie die Masse alle in einen Strom mitschwimmt. Und das ist so traurig. Heutzutage legt man eigentlich nur noch Wert, und das ist auch leider der Großteil der Stream-Zuschauer oder generell der Content-Zuseher, ihr legt mehr Wert auf Zahlen als die Creator selbst. Und das ist schlimm, Leute. Das ist ganz, ganz schlimm. Von wo habt ihr das? Von wo habt ihr das? Das frage ich mich so oft, ne? Ist das nicht scheißegal, ne? Ob der jetzt 50.000 Abonnenten hat, aber wenn er live streamt, nur 10 Zuschauer. Das kann euch scheißegal sein, Freunde. Bleibt einfach da, verbringt mit ihm die Zeit. Ihr merkt selbst, er ist euch sympathisch. Ich werde der Zuschauer Nummer 11 sein. Und beim nächsten Stream bin ich auch dabei. Dann hat er vielleicht, wenn ich das sogar weiter erzähle, guckt den mal an. Der ist so sympathisch drauf, sein Content ist so geil. Schaut da mal rein, ne? Boom, dann haben wir 16 Zuschauer. So wird das gemacht. Mir ist das echt scheißegal, wie viele Abonnenten ich habe und dann in der Relation, wie wenig Aufrufe und wie wenig Zuschauer. Weil ich genau weiß, ich kann schon etwas dafür. Ich hätte dieses Jahr mehr machen müssen. Aber wer weiß von euch, dass ich Burnout-Syndrom hatte? Wer weiß von euch, dass ich Depressionen hatte? Wer weiß von euch, dass ich eine Trennung hinter mir hatte? Und wer weiß von euch, ja, dass ich vor Gericht war, mich um solche Sachen noch kümmern musste? Das zieht alles nach unten, Leute. Ja, wer weiß das von euch? Ja, okay, ich hab's euch ein paar Mal erzählt, aber trotz allem, diese Frage alleine, da denke ich mir so, okay, eigentlich müsste das ja selbsterklärend sein. Gut, wenn ich mir seine YouTube-Liste anschaue, boom, da war eine Pause, boom, da war eine Pause, und da kannst du dir zwei Fragen stellen. Entweder er war faul, er hatte keine Lust auf Content. Und dann gibt es noch die andere Sache, okay, es dürfte sein, dass er private Probleme im Real Life hatte, ja? Und ich würde eher an Zweiteres denken. Warum? Weil er gesehen hat, gut, Pato hatte da eine Pause, aber bumm, er hat dann wieder hier durchgezogen. Bumm, da war wieder eine Pause. Das heißt, ich würde eher auf Zweiteres tendieren, bevor ich an Erstes mit Faulheit, weil dafür bin ich einfach in den Social Medias viel zu aktiv gewesen. Aber das ist das. Das ist das Ganze, Leute. Ihr denkt nicht mehr über den Tellerrand. Ihr denkt wirklich in einem Strom. Und da platzt mir wirklich manchmal die Hutschnur, wenn ich nicht nur manchmal meinen eigenen Chat lese. Wobei mein Chat wirklich, ich liebe euch, Leute. Ich liebe euch. Ich liebe diesen Chat von mir selbst. Aber wenn ich einen Chat von einem richtig großen Streamer lese, wo man ja schon mit dem Lesen schon gar nicht mehr mitkommt, was da für Sachen erzählt werden oder geschrieben werden, wirklich, da rastet man als Zuseher aus, vor allem, weil ich kenne ja zum Beispiel die Teasy-Jungs, Gamer Bros, also Broski, keine Ahnung, wie die alle halt heißen, ne? Ich kenne die halt auch noch, so ein bisschen im Privaten. Und wenn man dann noch liest, dass irgendein Pisser reinschreibt, obwohl er euch eine Story erzählt, okay? Obwohl er euch irgendetwas aus seinem echten Leben oder generell etwas erzählt, ja? Dann kommt dann plötzlich im Chat, liest du, öffne doch endlich Packs, du Schwuchtel. Öffne doch endlich Packs, du Hurensohn. Leute, was ist das für eine Art, ne? Da platzt mir die Hutschnur die Halsschlagader beim Zuschauen, beim Lesen, ne? Was denken sich solche Leute, während sie so etwas schreiben, ne? Diese Leute, oder auch ich jetzt inbegriffen, wir lesen so etwas, ne? Denken diese Leute gar nicht mehr nach? Oder dieses absichtliche Triggern so, ne? Dieses, du weißt ganz genau, er liebt Frauen oder er steht auf Frauen. Und dann noch diese Triggerfrage. Ich lese das nicht nur in meinem Chat, ich lese das in so vielen Chat von YouTubern. Diese Frage, bist du schwul? Und wenn,
Und wenn derjenige schwul ist, es kann dir scheißegal sein. Bist du schwul, dass du weißt, dass der schwul ist, oder was, denke ich mir immer. Bist du schwul, oder was? So, das sind immer so diese Sachen, wo ich mir denke, so, bist du, sag mal, ist dir ein Ziegelstein auf den Kopf geflogen, oder was? Ist, da denke ich mir wirklich, diese Fragen, das sind Fragen, wo ich mir erstens denke, es geht dich einen Scheißdreck an. Zweitens, woher kommt das? Ich zum Beispiel, bei mir ist das so, ich habe das oft, habe ich quasi nach Feedback gefragt. Bei mir denken das Leute, speziell aus Deutschland, wegen meinem Akzent. Ja, weil ich halt extrem, extrem anders spreche. Ich finde das gar nicht mehr so extrem. Anfangs war es noch schlimmer. Ich habe mich jetzt schon der deutschlanddeutschen Sprache, ich rede jetzt schon viel mehr Deutsch als Österreichdeutsch, ne? Aber auch ja, ich gestikuliere halt viel und keine Ahnung was, aber heißt das jetzt, dass man genau aus diesem Grund auf Männer steht? Nein, ich schwöre auf alles, Leute. Ich liebe Frauen bis aufs Blut, wirklich. Oh mein Gott, wenn ich euch mal die Liste zeige, was ich schon hatte, so quasi, so, keine Ahnung, da denke ich mir, okay, gut, scheiß drauf, aber es kommen so dumme Fragen und so dumme Aussagen, wirklich, was haben wir auf jeden Fall verloren? Das ist eigentlich selbsterklärend. Wir haben so krass den Respekt verloren, ne? Den Respekt untereinander, man sieht es auch im Trash-TV, was da für Gestalten nur noch im TV ist, ne? Das ist einfach zu krass. Ich bin richtig glücklich, dass ich bin 1990 Baujahr, ich habe so wirklich, mir wurde Respekt quasi eingeprügelt damals, ne? Respekt, Aufrichtigkeit und keine Ahnung was, ja? Und wenn ich so sehe, wie Leute miteinander umgehen in den Öffis, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Leute oder Schüler miteinander reden, da denke ich mir, Alter, seid ihr von guten Geistern? Ist der Mero Ferro, sind diese Rapper schuld daran? Oder wer ist schuld daran, dass sich diese Zeit so gewandelt hat, dass man nicht mal mehr von den Eltern Respekt hat, Leute? Leute, wow, ich habe mich jetzt erschreckt. Danke auf jeden Fall, Fizette, für dein VIP-Abo. Vielen, vielen Dank. Es ist ja schon schlimm, dass man untereinander in der Öffentlichkeit, wo auch viele ältere Leute das alles mitbekommen, es ist schon schlimm, ja, wie sich manche Leute in der Öffentlichkeit verhalten oder in den Chat. Aber ich finde es ganz, ganz schlimm und erbärmlich ekelhaft, wie ich mitbekomme, wie manche mit seinen Eltern, mit seiner Mutter, gerade mit den Müttern ist es so schlimm, wie manche mit seiner eigenen Mutter sprechen. Leute, werdet euch erstmal bewusst, wer euch auf die Welt gebärt hat. Eure Mutter. Das heißt, ihr habt eure Mutter, egal wie eure Mutter drauf ist, ja, mit Respekt und Anstand zu behandeln, ne? Es ist egal, ob sie euch bittet, am Abend Hausarbeit zu machen. Es ist so scheißegal. Ihr habt das zu machen, Leute. Sie hat euch auf die Welt gebracht. Sie hat euch großgezogen. Ja, sie hat das Geld investiert und so weiter. Ihr habt wahrscheinlich bis mit 14, 15 habt ihr noch nichts für eure Mutter ausgegeben, außer für Anlässe, Geburtstag, Muttertag, keine Ahnung was, ja? Deswegen habt ihr wirklich dafür zu sorgen, dass eurer Mutter, natürlich auch eurem Vater, ja, gut geht. Wenn ich mitbekomme, wie manche mit ihren eigenen Eltern sprechen, ich könnte kotzen, ich könnte in der Straßenbahn, wirklich, wie oft passiert mir das, dass ich aufstehen könnte und diesem Kind einen in die Fresse hauen könnte. Aber in Familiensituationen, öffentlich, mische ich mich nicht ein. Ich habe mich auch nicht einzumischen, wenn eine Mutter weil das Kleinkind halt quengelig gerade ist, ne? Ich habe mich nicht einzumischen, wenn das Kind schreit, ne? Wenn die Mutter mit dem Kind schreit. Da habe ich mich nicht einzumischen, ja? Aber wenn die ganze Sache umgekehrt ist, so, da platzt mir manchmal die Hutschnur. Ihr kennt ja eh diese ganzen Serien, Super Nanny und bla bla bla. Da sieht man das Ganze, wie diese Kinder mit ihrer Mutter spricht. So, nur weil sie das schwächere Geschlecht ist, so, keine Ahnung. Die kleinen Kiddies werden sowieso immer frecher. Ich traute mich früher kaum die Klappe aufzutun, aber die Kiddies von heute beleidigen grundlos. Leute, ich weiß nicht, ob das bei euch in Deutschland auch so schlimm ist, ne? Ich weiß es nicht.
Aber ich mache hier in Österreich, in Wien, ich komme aus Wien, falls ihr das nicht wisst, ich komme aus Wien, wenn ich die Zeitung aufschlage, Raub von 13-Jähriger, 13- bis 15-jährige Jugendbande hat so und so viele Leute überfallen, hat so und so viele Einbrüche begangen. Was ist nur los mit uns? Leute, können wir mal wieder normal werden? So, keine Ahnung. Es hat sich so, eben seit diesem Ferro, Mero, keine Ahnung, seit diese Rap-Generation raus ist, hat sich diese Jugend auch so krass verändert. Und das ist schlimm. Das ist schlimm, Leute. Und es hat sich nicht nur die Jugend verändert, es hat sich auch der Bezug zum Geld verändert. Wie viele YouTuber sind verschuldet? Krappi, Altana, KS-Freak. Ich bin auch verschuldet. Ich sag's halt nicht so öffentlich, ne? Bei mir ist es noch wirklich im Rahmen, ja? Bei mir, ich mach das, ich habe eine Kreditkarte und ich zahle das halt im Vorhinein so ein. So mache ich das, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwas im Nacken hinter mir sitzen habe, ne? Aber ich habe auch ganz ehrlich den Bezug zu Geld verloren gehabt, ne? Also seit einem Jahr bin ich jetzt wieder so drinnen. Aber Leute, wir sollten wieder normal werden. Wir sollten wieder normal denken. Wir sollten wieder geradlinig denken und nicht so, der hat Gucci, ich brauche auch Gucci. Scheiß doch drauf, geh zum H&M, Leute. Meine Hosen sind alle von H&M. Schaut euch meine ganzen Instagram-Bilder an, was ich anhabe. So oft wird mir gesagt, geiler Style und keine Ahnung was. Leute, ich wirklich, meine Klamotten, ich habe keinen Teil, außer meine Repul-Klamotten, die zahle ich sogar selbst, ne? Ich habe sonst fast keine Teilchen, die über 100 Euro kosten. Es soll nur gut aussehen, mir ist die Marke scheißegal. Was macht ihr euch Gedanken, weil du nicht Gucci tragst, so dass du jetzt ein schlechter Mensch bist? Halt's Maul, es soll dir gefallen, geh zum H&M, Zara, keine Ahnung was. Da gibt's so geile Sachen. Aber schwimmt doch nicht mit allen, nur weil der das jetzt hat und nur weil euer Lieblingsrapper das und das hat, weil euer Lieblingsrapper kifft. Halt die Fresse, nee, geh raus, spiel Fußball, keine Ahnung was, vergiss auf Drogen, scheiß drauf, Alkohol, ja, ab und zu mal mit den Freunden trinken, gut, in der Relation heißt das, Gras ist gesünder als Alkohol, aber trotzdem, Drogen sind verboten, deswegen rate ich euch ab von Drogen, ja, okay? Trotz allem, wie gesagt, wir sollten wieder alle normal werden, wir sollten wieder klar denken, vor allem dieser ganze Respekt, ja, es ist so schlimm geworden. Bei mir ist es jetzt echt nicht mehr so schlimm, aber ja, es war auch mal eine Zeit, da dachte ich mir, Leute, es sitzt hier jemand, der liest die ganzen Kommentare, der Streamer selbst, du wirst die ganze Zeit beleidigt, nur weil ich nicht dieser Fußballclub-Fan bin, der ihr nicht seid, nur weil ich mit etwas mit aufwachsen möchte, was aber gleich erfolgreich ist, der Großteil meint, ja, die bekommen ja die Millionen in den Arsch geschoben vom Matischitz und bla bla bla. Ein Scheißdreck, Leute. Schaut euch die Transferausgaben an von Red Bull Salzburg und schaut euch, also, was sie ausgegeben haben für Haaland, Minamino und wie die ganzen Stars heißen, Mané. Schaut euch an, wie viel sie ausgegeben haben. Sie haben nur eingenommen jetzt durch die ganzen Transfers. Und wer hat das auch gemacht? Basel, was ist das für ein heftiger Club? Wird von Novomatic unterstützt. Was ist mit Man City, Real Madrid, mit Barcelona, mit Paris Saint-Germain? Leute, das sind eure Top-Clubs. Das sind eure Lieblings-Top-Clubs. Ja? Und die werden von Ländern finanziert. Ne? Aber bei Red Bull, nur weil es eine Marke ist, nur weil es ein Getränk ist, nur weil ihr sagt, ja, das ist ein Marketingprodukt und keine Ahnung was. Ja und? Ja und, das ist dann halt eine coole Marketingstrategie. Aber Leute, trotzdem ist diese Strategie nicht, ich setze jetzt 100 Millionen in diesen einen Spieler, der 35 Jahre alt ist und Bombenscheiße ist, ja? Nein, wer macht denn das? Schau dich an, die ganzen Clubs, die von Ländern gesponsert werden, was die ausgeben für Transfersummen, ne? Und dann geht nochmal zurück zu RB Leipzig oder Red Bull Salzburg und schaut mal deren Transferausgaben an, ne? Das ist halt immer das, wo ich mir denke, halt's Maul einfach. Wie soll dieser Club eine Tradition haben, wenn er erst gegründet wurde, ja? Lasst diesen Clubs doch mal, gib diesen Clubs mal eine Chance. Diese Clubs sind auch dabei, Geschichte zu schreiben, ja? Eine neue Firma
wenn ihr eine neue Firma gründet, ist sie auch Baujahr 2020 und nicht Familienbetrieb von 1930, ja? Aber trotzdem erhofft ihr euch eine faire Chance, trotzdem wollt ihr Erfolg haben, so, wisst ihr? Ihr denkt so manchmal viel zu, erstens mitläufermäßig, ihr denkt nicht über den Tellerrand hinaus, so, keine Ahnung. Das finde ich so krass manchmal, ne? Das finde ich so krass, die Einstellung oder beziehungsweise die Meinung anderer. Ich möchte auch jetzt nicht, dass ihr jetzt meine Meinung gehört habt und denkt so, jo, jetzt bin ich genau die Meinung, die Pato hat, so. Nee, gar nicht. Aber ihr sollt mal ein bisschen mehr nachdenken und nicht so nur der Menge und nicht nur, ja, das ist kein Traditionsclub, den muss ich gleich hitten. Hoffenheim ist scheiße. Nein, Hoffenheim hat auch eine Daseinsberechtigung. Hoffenheim hat auch geile Spiele rausgebracht. Firmino, Beispiel. Nagelsmann, Beispiel. So, das ist das, ne? Gebt mal auch den neuen Sachen eine Chance, so. Man sieht's ja eh, wo ist Cottbus jetzt? Wo ist Kaiserslautern jetzt, so quasi? Traditionsclub. Es tut mir auch sehr, sehr leid um diese Traditionsclub, muss ich zugeben, ja? Aber die haben auch Fehler gemacht, ne? So. Aber nur weil jetzt Traditionsclubs Fehler gemacht haben, heißt das nicht, dass die Red Bull-Millionen den Fußball kaputt machen. Ein Scheißdreck. Wie gesagt, schaut euch an, was Red Bull Salzburg investiert hat und schaut euch an, was sie eingenommen haben, ne? Und nicht, und was sie erschaffen haben. Sie haben Arbeitsplätze erschaffen. Das Trainingsgelände in Salzburg sucht in Europa seinesgleichen, ne? Das ist das. Und ihr müsst euch generell grundsätzlich, ne, dieser grundsätzliche Hate zum Beispiel jetzt mal gegen Salzburg, ja, RB Leipzig, in dem Fall schieben wir weg, okay, weil ich bin Content Creator für den FC Red Bull Salzburg, ich weiß, was in Salzburg abgeht, okay, das ist Familienliebe ohne Ende, ja, ich war jetzt in der Adventskalender von Bulletin Kids Clubs, das ist diese Kindermitglieder, ne, ich war da drinnen. Richtig, richtig geil. Die Kids, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben, richtig gefreut. Richtig coole Privatnachrichten. Auch von den Eltern habe ich Privatnachrichten bekommen. Dann auch noch, wenn es um behinderte Leute geht, ne? Da gibt es einen eigenen Behindertenservice, okay? Und ich weiß ganz genau, das gibt es nicht in jedem Stadion, ja? Das gibt es nicht in jedem Stadion. Genau. Der Hob spricht an, Jugendakademie, so viele gehen jetzt so gern zu Salzburg. Wir haben jetzt einen brasilianischen U20-Nationalspieler in der Akademie. Wie krass geil ist das? Wie krass geil ist das? Ohne RB gibt es keinen Mané wahrscheinlich, genau so ist es. Ohne RB gibt es jetzt auch keinen Haaland-Hype und keine Ahnung was, Kampel und wie sie alle heißen. Ne? RB hat auch so coole Spieler schon rausgebracht. Ist jetzt Red Bull scheiße? Nein, eben nicht. Red Bull Salzburg hat diesen Menschen eine Plattform gegeben, sich zu präsentieren. Red Bull hat sogar, es wird sogar schon genannt, Red Bull DNA, ja? Dass die eigenen Trainer, zum Beispiel Hütter, Glasner, Marco Rose und wie sie alle heißen, sogar in den deutschen Medien lese ich die Red Bull DNA. Diese Trainer haben eine Red Bull DNA. Und keine Ahnung was, auch unser österreichisches Nationalteam. Red Bull hat, das Besondere an Red Bull ist, im Fußball, dass sie, egal welcher Verein es ist, jeder hat eine eigene, beziehungsweise, ja, fast, ja, eine eigene Philosophie. Und diese Philosophie siehst du auch. Pressing, schnell nach vorne, das siehst du sofort, Leute. Und was ist daran jetzt falsch? Was ist daran jetzt falsch? Kann man das jemand beantworten? Ja, die haben keine Tradition. Das ist das Einzige, wo ich euch recht gebe. Aber trotz allem haben diese Vereine eine Daseinsberechtigung. Diese Vereine, und das kann wirklich der größte Red Bull-Hater von euch, muss mir recht geben, diese Vereine spielen geilen Fußball. RB Leipzig spielt wunderschönen Fußball. Salzburg hat die ganze Welt begeistert. Ja? Alleine das Spiel Liverpool gegen Salzburg, wirklich, keiner von euch kann mir sagen, dass ihr nicht begeistert wart von Salzburg, ja, oder gegen Neapel, oder gegen das Eröffnungsspiel, kann mir keiner erzählen, Leute, ja, das kann mir keiner erzählen.
Oha, Leute, habe ich jetzt krassen Real Talk gemacht? Ich hoffe, ihr fandet das gut, ne? Auf jeden Fall grüßen, danke draus an Elias für den Real Talk. Ich hoffe echt, das hat euch jetzt nicht so gestört, ne? Ich weiß es nicht, ich war jetzt so richtig im Film drinnen, ne? Es tut mir jetzt echt leid. Aber mir ist da gerade irgendwie, ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen wütend geworden, ne? Deswegen musste das alles jetzt ein bisschen raus. Also falls es jemanden gestört hat, tut mir echt leid, Freunde.